Leichtathletik, WM, Fragen und Antworten zur Leichtathletik WM in London. Bei der 16. WM der Leichtathleten in London suchen etwa 2000 Athleten aus über 200 Nationen in 47 Disziplinen ihre neuen Weltmeister. Was steht an? Die 16. Weltmeisterschaften der Leichtathleten in London, vom 4. bis 13. August suchen etwa 2000 Athleten aus über 200 Nationen in 47 Disziplinen ihre neuen Weltmeister. Wer ist der große Star? Natürlich Usain Bolt, wer sonst? Der Sprinter aus Jamaika hat an der Themse seinen letzten großen Auftritt. Nach der WM wird der 30-Jährige seine beeindruckende Karriere beenden. Bolt ballt seine WM-Goldmedaille Nummer 12 und 13 an, er verzichtet diesmal auf seine Lieblingsstrecke 200 m. Wohl auch, weil selbst bei Bolt langsam die Kräfte nachlassen. Wer soll die deutschen Medaillen holen? Als absolute Top-Favoriten gelten die Speerwerfer um Olympiasieger Thomas Röhler und den deutschen Rekordhalter Johannes Vetter. Aussichtsreich starten zudem Siebenkämpferin Caroline Schäfer sowie die beiden Zehnkämpfer Rico Freimuth und Kai Kaczmarek. Diskusstar Robert Harting ist eher Jäger. Läuft alles rund, dürfen vielleicht auch Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz und die 4x100m-Staffel um Gina Lückenkämper mit einer Medaille liebäugeln, genau wie Hochspringer Mateusz Cibulko. Und was ist mit Betty Heidler, Christina Obergföhl und Co.? Die Weltklasse-Athletinnen Betty Heidler, Hammer, und Christina Obergföhl, Speer, haben ebenso ihre Karriere beendet wie Linda Stahl, Speer. Zudem ist Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz nach der Geburt ihrer Zwillinge nicht dabei, Hürdensprinterin Cynthia Rolleder fehlt verletzt. Rio-Olympiasieger Christoph Harting und Daniel Jasinski, der in Brasilien Bronze gewann, schafften die Quali nicht. All diese Athleten kann man nicht ersetzen, sagt Idris Gonczynska, leitender Direktor Sport im DLV. Die 8 Medaillen von der vergangenen WM in Peking seien kein Maßstab. In Rio holten die DLV-Asse 3-mal Edelmetall. Insgesamt sind in London 72 deutsche Athleten am Start. Was können die Stars verdienen? Der Weltverband IAAF schüttet ein Preisgeld von 7,344 Millionen US-Dollar, etwa 6,273 Millionen Euro, aus. Für Gold gibt es eine Prämie von 60.000 Dollar. Für Silber und Bronze 30.000 bzw. 20.000 Dollar. Der 8. erhält noch 4.000 Dollar. Wer einen Weltrekord erzielt, bekommt noch einmal 100.000 Dollar extra überwiesen. Wer überträgt die Wettkämpfe? ARD und ZDF übertragen abwechselnd wieder täglich ausführlich und live aus London, im Fernsehen sowie im Internet. Außerdem berichten die Öffentlich-Rechtlichen in ihren Nachrichten- und Magazinsendungen von der WM.
Auch Eurosport sendet ausführlich live aus der britischen Hauptstadt. Und was machen die Russen? Der russische Leichtathletikverband bleibt wegen des massiven und systematischen Dopingbetrugs weiter gesperrt. Allerdings genehmigte die IAAF einigen Russen die Starterlaubnis als neutrale Athleten. Das russische Team umfasst knapp 20 Sportler. Der russische Cheftrainer Juri Borsakowski rechnet mit bis zu 7 Medaillen.